Ja, das ist der Kaiser-Friedrich-Turm bei Einbeck oben auf dem alten Dorfer Berg. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie die ja wirklich sehr anstrengende Wanderung hier hoch war und welchen tollen Ausblick man hier oben am Turm so erleben kann, ja, dann müsst ihr dranbleiben. Ich bin hier schon an den Teichen oberhalb von Einbeck. Ja, und hier geht es jetzt hoch auf einen Nebenrücken des alten Dorfer Berges. Und da auf diesem Nebenrücken, da ist dann der Kaiser-Friedrich-Turm. Ja, die Rundtour hier knapp 2 Kilometer. Ja, und hier vom Parkplatz hier an den Teichen geht es jetzt da direkt hoch in den Wald. Ja, ich habe jetzt schon einige Höhenmeter hinter mir gelassen. Da unten ist der Parkplatz an den Teichen. Und ja, hier geht es gleich steil hoch auf den Nebenrücken des alten Dorfer Berges. Und der Kaiser-Friedrich-Turm, ja, wurde 1900 erbaut und liegt ungefähr 280 Meter über Normalnull. Ja, direkter Weg hoch, keine Umwege und dementsprechend hier auch gleich sehr anstrengend, aber insgesamt ist es eine ungefähr 2 Kilometer lange Rundwandertour, also echt familienfreundlich. Und unten in der Beschreibung habe ich ja wieder eine Wanderkarte verlinkt, falls ihr die ja anstrengende hier Wanderung mal nachwandern wollt. Ja, boah, ich muss sagen, echt hier am Anfang gleich anstrengend und hintenrum geht es wahrscheinlich dann ganz moderat wieder vom Berg runter. Da kann man dann runter tingeln, aber ja, gefühlt müsste der Turm gleich erreicht sein. Ja, da ist der Kaiser-Friedrich-Turm jetzt noch 200 Meter und schon ist er erreicht. Ja, fristet hier oben ja eher ein einsames Dasein, denn wie gesagt, bestiegen werden kann er nicht, ist aufgrund des Alters mittlerweile ein bisschen marode und momentan wird versucht, ja, die entsprechenden Fördergelder zusammenzukriegen, damit der Kaiser-Friedrich-Turm irgendwann mal wieder bestiegen werden kann. Ja, da steht er. Ich sehe schon von hier eingezäunt, damit auch keiner auf die Idee kommt, von innen hochzusteigen. Denn ich glaube, die Stufen sind es, die marode sind. Und das ist natürlich dann lebensgefährlich, wenn da eine kaputt geht. Ja, der Kaiser-Friedrich-Turm. Ja, nach kurzem, aber anstrengenden Aufstieg ist der Kaiser-Friedrich-Turm hier erreicht und man sieht, komplett eingezäunt. Der Turm fristet hier oben ja ein echt trauriges, einsames Dasein. Innen drin, die Stufen sind wahrscheinlich marode und da oben auch die Balustrade, die muss erneuert werden. Ja, und diese Gelder sind halt noch nicht zusammengetragen worden. Ja, schade, denn der Turm bietet wahrscheinlich einen herrlichen Blick hier über Einbeck und dann weiter Richtung Salz der Helden und dann immer schön lang im Leinebergland bis zum Harz. Ja, hoch kann ich nicht, aber kein Problem. Ich denke, wir schauen uns den Turm einfach mal so von oben an, oder? Der Kaiser-Friedrich-Turm liegt etwa 280 Meter über Normalnull auf einem Nebenrücken des alten Dorfer Berges. Er wurde 1900 aus Stein errichtet und nach dem deutschen Kaiser Friedrich III. Benannt. Leider ist der Turm zurzeit nicht begehbar. Es gibt Baumängel an den 130 Stufen und der Balustrade.
Deswegen fristet der Turm in letzter Zeit auch ein recht einsames Dasein. Mittlerweile haben Einbecker Bürger einen Förderverein gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Kaiser-Friedrich-Turm wieder begehbar zu machen. Das war der Kaiser-Friedrich-Turm. Macht auch von oben einen tollen Eindruck. Ja, aber leider, wie gesagt, sehr marode. Es fehlen 125.000 Euro, um diesen Turm zu renovieren, zu modernisieren. Ich hoffe irgendwann, dass diese Summe mal zusammenkommt, damit man auch wieder oben, ja, da oben auf die Aussichtsplattform draufsteigen kann und den herrlichen Blick hier Richtung Einbeck genießen kann. Ja, wir werden es sehen. Hier geht es jedenfalls wieder zurück Richtung Einbeck. Ja, das war mein kurzes, aber doch spannendes Video hier vom Kaiser-Friedrich-Turm. Und ja, wenn man hier von Einbeck weiter südlich schaut, da schließt sich dann Salz der Helden an. Und bei Salz der Helden, da haben wir die Heldenburg. Eine sehr interessante Burgruine mit Informationspfad und ja, wie gesagt, vielen Informationstafeln, was denn da mal auf der Burganlage gewesen ist. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Die Heldenburg bei Salz der Helden habe ich euch hier oben mal verlinkt. Ja, Richtung Norden haben wir den Selter. Sehr, sehr toller Gebirgszug mit mystischen Selterklippen und ja, allerlei Naturschutzgebiet, brütenden Uhus und. Gibt's auch sehr, sehr viel zu entdecken. Auch da habe ich schon mal ein Video gemacht. Die Selterklippen am Selter bei Freden. Hier oben mal verlinkt. Und wenn man dann vom Selter, ja, Richtung Osten schaute, da haben wir dann den sagenumwobenen Sackwald mit seiner Burgruine Winzenburg, mit der Hohen Schanze, aber auch mit den Apenteichquellen, einer mystischen germanischen, ja, Quelle. Ja, exemplarisch habe ich hier mal das Video der Hohen Schanze für euch verlinkt hier oben. Denn bei der Hohen Schanze oben ist auch ein sehr interessanter Lehrpfad angelegt worden, damit man ja sich so ungefähr vorstellen kann, wie da oben auf dem Bergsporn das Leben mal gewesen ist. Ja, und wenn man von den Selterklippen nicht Richtung Osten, sondern Richtung Westen schaut, da sind wir dann auch schon ganz nah an meinem, ja, Lieblingsberg, dem Hilz. Und da oben direkt am Selter gelegen, also direkt gegenüber vom Selter, da dann das Barbarakreuz. Auch eine tolle Ausflugsmöglichkeit im Hilz. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, das Barbarakreuz. Ja, und wenn wir vom Hilz reden, dann müssen wir zum, ja, weltbesten legendären Wanderweg in Niedersachsen bzw. in ganz Europa kommen, dem Id-Hilz-Weg. 80 Kilometer Rundwanderweg mit, ja, einem Highlight am nächsten quasi. Da gibt es andauernd irgendwas Neues zu entdecken. Ganz, ganz viele tolle Einzelabschnitte und auf jeden Fall einen Ausflug wert. Ja, der Id-Hilz-Weg in seiner ganzen Länge habe ich auch schon mal bewandert. Habe ich euch hier oben mal verlinkt. Ja, das war mein kurzes, aber doch spannendes Video hier von Einbeck, oben vom Kaiser-Friedrich-Turm. Ja, ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar oder das ein oder andere Abo, was denn da plötzlich reingeschneit kommt. Das lässt mein Herz höher schlagen. Da bin ich richtig gut drauf. Ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, die Glocke abonnieren, auch klar. Ja, ansonsten, da oben irgendwo im Dickicht
Da war der einsame Kaiser-Friedrich-Turm. Ja, und mein Auto, das steht jetzt da unten. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.